Einen wunderschönen Mittwoch. Es ist Mittwoch und das heißt, es gibt Darksiders 2. Und ich habe mich dazu entschlossen, diese ganzen Intros, die wir sonst immer haben, wenn ich den Stream anschmeiße, die lasse ich aus den Let's Plays hier raus. Die könnt ihr live mitkriegen, wenn ihr in meinem Kanal vorbeikommt. Und so für die, die auf YouTube dabei sind. Ich wusste, dass sobald ich online gehe und aufnehme, ne, dass der erste Sound abgespielt wird. Ihr hört es, ich habe die... Na, wo ist der von Firehawk? Ich sehe, dass er Lauf geschrieben hat. Funktioniert nicht. Sehr gut. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass meine Zuschauer jetzt die Möglichkeit haben, mit Befehlen Sounds auszulösen. Also sollte es mal zu stark werden, tut mir leid, die trollen dann ganz gerne ein bisschen rum. Und wie gesagt, für... Guck mal, jetzt wird direkt der Benis abgeprüft. Wie viel sie noch haben, damit sie wissen, wie viele Sounds und Lieder sie noch sich wünschen und abspielen können. Firehawk ist ganz traurig. Oh. Chat Image, und was kommt jetzt? Löffel. Ach ja, genau, Löffel. Wird das nicht angezeigt? Das ist ja lustig. Ioni, alles fit bei dir? Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, für YouTube starten wir den ganzen Kram. Wir machen da das Mobile nicht mit, wir gehen immer gleich direkt ins Spiel. So, die Klangklippe. Machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die Reise bis hierher. Des Königs Not wurde von Zorn übertrumpft. Jene, die helfen konnten, waren vernichtet. Durch ihren Tod entstand eine neue Macht aus der Sünde, sowie eine Armee, die erneut leben sollte. Tut mir leid, war Handy. So, ich starte auch mal den Timer. So. Und was wollte ich hier eigentlich das letzte Mal? Hier bin ich irgendwie stehen geblieben. Warum eigentlich? Ach, ich glaube, weil ich bei Dings hier Waffen gekauft habe, ne? Das ist schon eine verfluchte, ne? Die kann ich die noch verbessern? Ne, die kann ich nicht verbessern. Ist so traurig, dass die besser ist als die hier mittlerweile. Unglaublich. Fertigkeitspunkte habe ich nicht. Guckt euch an, wie viele ich habe mittlerweile. Wow. Also das hier... Hier, ich will das hier unbedingt haben, ne? Kann ich erst mit Stufe 20. Die muss irgendeine besondere Fähigkeit haben. Eisschaden ist halt so enorm. Das Ding ist halt einfach nur kritischer Schaden pur. Schon geil. So, habe ich irgendwas Schickes Neues bekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Die trage ich gerade, okay. Keine wirklich besseren Stats. Auch wenn das Ding Gesundheitsregeneration hat, ist das Ding schon ein bisschen geiler. Na, wir legen die tatsächlich an. Kritischer Magieschaden. Ja, ich glaube, wir sind gut dabei. So. Ich glaube, hier habe ich das letzte Mal auch alles weggeholt. Wir schauen mal gerade noch auf die Karten, was ich für Missionen habe. XY. Die Stadt der Toten, das Buch der Toten. Es soll sich im Windenhallen der Stadt der Toten befinden. Das heißt, wir müssten ja technisch zum Baum zurück. Warte mal. Das heißt, wir müssten hier oben hin. Habe ich noch irgendwas? Danke dafür. Iblali? Was ist Iblali? Verstehe ich nicht ganz. Habt ihr euch verschrieben, Cestrix? So, wir machen einen Schnellport dahin. Kann ich nicht. Das ist schon mal... Wie ist hier? Hier geht's. Ja. Machen wir die Story noch ein bisschen weiter. Meine Nachrichten werden auch nicht abgeschickt. Ich starte mal die App neu. Mach das, Firehawk! Ich glaube, hier geht's in die Stadt der Engel, oder? Ist das die Stadt der Toten? Ich bin nicht sicher. Aber es sieht so aus, als müsste ich hier rechts hin jetzt erstmal. Iblali, ein YouTuber. Okay. Sagt mir nicht. Iblali. Was macht der? Also wie gesagt, das ist ein bisschen das Problem, wenn man anfängt selber zu produzieren. Man kann nicht mehr ganz so viel konsumieren. Da verpasst man leider ein paar Sachen. Nicht alles, aber trotzdem ein paar Dinge. Stadt der Toten. Ach, hier muss ich hin. Suche nach dem Licht. Du sagst einen Schlüssel in Ödlich. Okay.
Wie sieht denn hier die Karte aus? Wow, sehr Trost. Die Elfenbeinzitadelle. Feuerprobe. Ich habe keine Ahnung, was hier so ist. Ach, guck mal, hier kann ich mit dem Krähentypen nochmal sprechen. Ich kenne diesen Ort nicht. Wohin hast du mich gebracht? Dieser Ort heißt Ödlicht. Er ist ein Außenposten, weit hinter den Himmelspforten. Und hier halten die Engel den Schlüssel zum Quell der Seelen verborgen. Warum hier? Warum nicht in der Weißen Stadt? Unter den Engeln gibt es einige, die den Schlüssel zu eigenen Zwecken missbrauchen würden. Daher wurde er hier versteckt, um ihn vor deren Plänen zu schützen. So hofften sie zumindest. Was ist mit meinem Volk? Der Quell hat Macht über alles Leben? Hat er. Obgleich ich vermute, dass mehr hinter deiner Frage steckt. Los, Reiter, frag schon. Die vier haben nie von dem Quell gewusst. Warum wurde uns das vorenthalten? Aus Angst vor dem, was sie mit dem Wissen hätten tun können. Die Nephilim durften nicht weiter die Schöpfung verheeren. Sie mussten tot bleiben. Dann kann der Quell sie also zurückbringen. Und so kommen wir zur Wurzel von allem. Ja, der Quell ist der Ursprung allen Lebens. Engel, Dämonen, Menschen, sogar Nephilim. Doch mit ihren Klingen brachten sie das Chaos. Und daraus wurde das Verderben geboren. Es war richtig von dir, sie zu vernichten. Okay. Das heißt, selbst ich habe eine Chance. Ich werde hier bleiben. Nach dem Tod wiedergeboren werden. Solltest du mich brauchen. Vielleicht als Nephilim sogar selber. Also ich bin ja ein Nephilim, aber ich meinte jetzt real mich hier als Streamer, ne? Komm, wir rufen mal gerade mein Pferd. Was habe ich aktuell für eine Keule? So, die wird mir hier angezeigt. Okay. Noch habe ich keinen Stein. Da muss ich mich drauf achten. Ja, immer gerne so beliebte Stellen, wo mal sowas hängen kann. Gerade in der neuen Gegend. Übrigens nicht gerade sehr einladend ist, möchte ich sagen. Die ist irgendwie, weiß nicht, wie Herbst. Ja, doch sowieso Spätsommer. Spätherbst, nicht Spätsommer. Tatsächlich mehr Herbst, doch. Guckt euch das an. Es wirkt wie Herbst. Genau. Was bist du hier eigentlich? Sind das Steine? Ach, Steine, ich habe gedacht, das wären Gegner oder so. Okay. Dann gibt es hier halt nichts zu sehen. Oder? Vielleicht doch. Irgendwas Schickes? Nein, Spiel? Möchtest du mir vielleicht nicht was zeigen? So, nicht mal... Nein, so ein kleines bisschen. Komm. So ein Secret oder so. Das wäre doch geil. Guck mal hier, dahinter. Ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, hier wäre irgendwas. Ah, und was sehen wir? Hier ist auch gleich was. Vielleicht ein bisschen Geld und Seelen. Ja, Geld. Wulgrin habe ich hier hinten auch noch gleich. Das seht ihr natürlich nicht, weil mein hübsches Gesicht hier unten euch die Karte versperrt. Aber irgendwo musste die Karte ja hin. Das Gesicht. Na, Wulgrin? Ich habe neue Waren. Wenn du die Münze hast. Also ich freue mich drauf, irgendwann mal hier die Dinger zu kaufen. Ne? Aktuell könnte ich 3 Kisten. Besessene Waffe, das wäre so geil. So was richtig schön dickes. Mm. Was hast du? Er kann das ja nur verkaufen. Ne? Mehr kann er gar nicht. Nee, will ihn verkaufen will ich selber, glaube ich, auch noch nichts. Obligatorische Nachricht für mehr Benis. Seid einfach Benis geil, meine Freunde. Würde ich nie machen. Nee, ist klar. Der Will führt ja auch die Benis-Rangliste an wie kein anderer mit 800. Wollen habe ich euch gerade gestern 100 Benis geschenkt, ja? Nur weil ich Command testen wollte. Weißt du, das wird ja auch nicht geschätzt. Ich glaube, da vorne kriegen ein paar Engel auf die Nase. Das finde ich primär schon mal gut. Die alten Tauben haben es sowieso verdient. Wem? Alle, die gestern noch da waren? Beschwören können, hier war irgendwas.
Alle, die gestern noch nach dem Stream noch im Channel waren, habe ich durch einen Command getestet. 100 Penis. Aber Cestrix, du bist, glaube ich, Platz 2 mit 700, ne? Kann das sein? 100 Penis, nächster Stahlofen. Ist das gewesen? Und habe ich hierfür schon den Schlüssel? Ha! Ich wollte gerade sagen, ich höre doch einen Stein. Kommt zu Papa. Sehr schön. Jo, ist Platz 2. Sag ich doch, Cestrix ist Platz 2. Kann ich den schon öffnen? Das Buch hat noch mehr Seiten und Vulgrin noch mehr Schlüssel. Muss ich Vulgrin damit bezahlen? Naja, gut. Nur sorgt das nicht dafür, dass sich das Verhältnis untereinander verändert. Naja. Also angefangen habt ihr alle mit demselben Penis, ne? Möchte ich mal erwähnen. Den habt ihr euch ja unterschiedlich erarbeitet. Sowas wie der gute Nerdstuff, der hat viel gebettelt. Aber ihr habt auch immer alle zugeschwind, dass ich ihm was geben soll. Naja, okay, wenn der ganze Chat sagt, wir wollen ihm was geben, dann kriegt er halt. Hier kann ich irgendwas Tolles machen. Jungfrau opfern, mein Erstgeborenes, irgendwas. Nein. Hier, guck mal, der Devil, weißt du? Dekadenz an Benis mit 825. Irgendwie. Wir sind halt asozial. Wir sind, ja, das stimmt. Ihr seid wirklich sozial. Das muss ich zustimmen. Ist da nicht eben noch der Elfenbeinturm? Ne, da, die Elfenbeinzitadelle. Ah, okay. Hier habe ich die Quest und da ist ein Schlangenfoliant. So, jetzt wird wahrscheinlich geprügelt. Die ganze Zeit war es nämlich ruhig. Ja. Aber ist okay, es muss immer einen Küken geben. Guck mal. Zerstören! Kaputte Engel. Reiter! Nicht genug Zorn. Hier, ich brauche mehr Zorn. Ich hab noch was. Seibert die Wunde. Klar kannst du, du willst nur nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, komm. Komm, mehr. Oh, anscheinend doch nicht. Oh, das ist noch ein Leben. Also ein richtiger Engel. Bei Abadons Auge. Du bist es. Zu mir, schnell. Lustig, wir kriegen Hilfe von Engel. Er kommt. Zu mir schnell, hat er gesagt, ja? Und jetzt? Du wirst uns dienen! Weißt du, ich denke, da geht der jetzt ein bisschen Reiter Action. Kommt. Junge, ich bin der Reiter! Ich mag den Engel. Alle Gegner müssen schwinden! Der wurde nur mit dem weißen kommt. Riese gewaschen. Ja, das ist natürlich auch eine Sache. Das ist kein Engel. Der wurde einfach nur sehr, sehr gründlich gewaschen. Angriff. Der Reiter kommt. Wuhu. Komm, paar Krähen nach. Du wirst uns dienen. Knie nieder vor uns. Guck mal hier, komm mal. Zerstören! Alle Gegner müssen schwinden. So, hier, greif den mal an. So, außerdem habe ich gerade Bock auf richtig dick Action. Knie nieder vor uns. So, machen wir mal hier alles platt. Papa hat nämlich keine Zeit für Kleinkram. So, alles nieder. Willkommen in Ödlicht, Reiter. Von Krieger zu Krieger. Danke, Weißer Riese. Richtig? Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Ist das nicht Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Nephilim. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht. Und den Archon. Beide findest du im Kristallturm.
Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rühmen. Was hat mich verraten? Sorry, echt, dass ich den Text jetzt gerade überlacht habe, aber die Frage ist so geil. Devil, nee, einzige Alternative, die ich akzeptiere, ist, dass der Engel das Kind von Meister Propper und einem Huhn ist. So gut. Der Schlüssel. Ich suche nach einem Schlüssel. Ich nehme an, dass es kein einfacher Schlüssel ist, den du suchst. Daher solltest du den Archon konsultieren. Von der Spitze seines Turms sieht er viel. Es ist Zeit für Reich. Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten. Wir nennen ihn Ödlicht, denn wir haben einiges in der Weißen Stadt zurückgelassen. Hier sind wir näher an der Finsternis. Aha. Die Höllenwache? Wie kommt es, dass du die Höllenwache verlassen hast? Abaddon schickte mich hierher, um den Kristallturm zu bewachen. Und den Archon. Es steht viel auf dem Spiel, sollte der Turm fallen. Ja, Persil, ich sehe, du warst fleißig. Und wer ist dieser Archon? Lucien ist das Oberhaupt des Skriptoriums. Jene Engel, die alles niederschreiben, was er sieht, wenn er in den Schatten blickt. In der Elfenbein-Zitadelle werden ihre Aufzeichnungen aufbewahrt. Ein Archiv jenseits aller Vorstellungskraft. Wo ist diese Zitadelle? Verloren hinter dem Nebel. Bete, dass deine Angelegenheiten dich niemals dorthin führen. Jo, erstmal moin Björn drüben auf YouTube. Moin Sadan, alles fit? Ich habe andere Dinge zu erledigen. Der Archon ist in dieser Richtung, Reiter. Vielleicht bin ich in anderer Angelegenheit hier. Wenn diese Angelegenheit dich zum Reich der Toten führt, dienst du dem Licht, um diese Schriftrolle zu überbringen. Persil von der Höllenwache hat dir diese geheimnisvolle Schriftrolle gegeben. Auf ihr steht, wie man alle Hemden weißer bekommt. Reise zu den anderen Reichen, um mehr über diejenigen herauszufinden, der drauf genannt wird und schmutzige Hemden trägt. Eureto, ich war gestern der Vaginator. Ich habe eine Muschi geschlabbert. Wow. Ja, Gratulation. Und welche Angelegenheit führt dich in das Land der Leichname? Ich suche einen alten Freund, eine verlorene Seele. Welchen besseren Ort gibt es, um nach ihm zu suchen? Bring diese Schriftrolle zum Hof der Untoten, damit sie mir meine Frage beantworten. Sehr schön. Eine neue Quest? Dann schauen wir mal, was ich habe entschieden. Es gibt noch mehr, was ich dir verkaufen kann. Zu gnädig. Habt ihr gehört? Es gibt noch mehr, was wir mir verkaufen können. Das freut mich. Mein Gesicht kennt übrigens auch nur ein Gesicht, Turk. Nein, das ist der hier. Oh mein Gott. Gefundenes Geld, Erfahrung, kritischer Schaden. Ich frage mich immer, ob meine Ghouls Magieschaden sind. Das habe ich eigentlich anders, das Ding auch noch besser ist. Ich behaupte, ich brauche kritischen Magieschaden. Mal schauen wir gerade. Kritischer Magieschaden. Hier, da. Guckt euch. Ah, schicke Stiefel. Ich verliere Kraft und Magie, aber ich kriege mehr Widerstand, gefundenes Geld und kritischer Magieschaden. Alles klar. Die werden angezogen. Kritischer Schaden, nein. Habe ich noch irgendwas? Kritischer Schaden, nein. Finde okay. Den einen. Finde den einen, der den Thron bewacht. Gleich, nachdem ich mir die neuen Klamotten angezogen habe. Guckt euch an, wie viele schicke neue Sachen wir haben. Faustschild des Infernos. Kritischer Schaden, kritischer Magieschaden. Das Ding ist halt so... Oh, Baba. Okay, kritischer Magieschaden, 21%. Ja, wir versuchen mal. Also die Stiefel sind schon geil, ne? Aber neue Stiefel für Papa muss ja auch mal sein. So, was habt ihr euch gewünscht? Firehawk hat sich Ed Sheeran gewünscht, als die Fire. Reto wird jetzt unrealistisch. Wenn schon Mr. Tin, dann doch bitte nicht übertreiben. Ah, okay. Ich weiß, wen du meinst, Nadan. Alles klar. Finde den einen, der den Thron bewacht. Er wird... Nein, vielleicht will ich nicht den
denjenigen finden, der den Thron bewacht. Könnte Joffrey sein. Ein Joffrey ist... Oh, hört ihr das? Irgendwo ist ein Stein. Wo ist der Stein? Ach, da oben ist er. Verdammt, meine spitzen Ohren haben doch etwas wahrgenommen. Ich kann auch um den Thron hier drumherum reiten, ne? Also ich meine ich zumindest. Schauen wir mal gerade. Ja, da gibt's irgendwas. Vielleicht finde ich ja irgendwie einen Geheimgang, was Schickes. Eine Dönerbox, wer weiß. Oder da hinten leuchtet... Ach, guck mal, da ist eine Truhe und hier ist irgendwas Grünleuchtendes. Haben wir doch alles richtig gemacht. Immer erst in den Ecken schauen. Hm. Ein lustiges Relikt. Jetzt schauen wir mal, wie gut mein Pferd Stufen steigen kann. Oh, ich bin begeistert. Das kann es sogar. Mach die Tür auf, Junge. Oh, da war aber irgendwas Lilanes dabei. Oh, schauen wir doch mal gleich nach. Das ist nicht lila? Jetzt was Lilanes. Wow, auch so ein Monster, ne? Oder was hier dabei? Ne, hier, da auch. Ja, aber wir brauchen ein Level. So, das heißt, wir durchsuchen natürlich jetzt auch gleich die andere Stelle. Liegt da eine Hand? Ich meine, ist das eine Steinhand? Das sind einfach nur Steine. Naja, hätte ja sein können, ne? Bevor wir gleich nämlich in den Turm hineingehen, suchen wir noch erstmal hier am Rand alles ab. Ha! So kann sein, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen! Alter! So. Ich sehe schon, der Chat ist ziemlich gut mit sich selber. Wie geht's dir denn drüben? Lass mal hören. Alles fit bei dir. Schön, dass du uns auch mal so fleißig reinschaust, ne? Möchte ich auch mal löblich erwähnen. Das freut mich sehr. Dass ich auch drüben auf YouTube zwischendurch ein paar Leute habe, die reinschauen. Das ist schön, dass ich euch unterhalte. Das ist übrigens tatsächlich der Grund, wie gesagt, ansonsten heute ist so ein Tag, wo... Meine Stimmung ist auch tatsächlich ein bisschen besser, nach dem Scherzen eben gerade. warum ich das ganze Spaß überhaupt mache und streame, ne? Gute Unterhaltung für euch. Wir kennen das nur aus dem Neuland. So, ja, dann gehen wir doch einfach mal hier in den Turm, ne? Ich meine, was soll schon passieren? Außer, dass hier ein Hebel ist. Ja. Hebel. Läuft. Ziehen wir mal, ne? Oh, es geht nach oben. Ja, stimmt. Ich wollte den Archon sprechen. Wir sehen übrigens schon dezent pornös aus, möchte ich mal sagen, ne? Guck mal, diese gierigen Handschuhe. Voll geil. Was? Wieso ist hier Ende? Jetzt schwören kann ich ja einen Stein. Aber vielleicht ist er auch draußen. Ah, okay. Hm. Was soll da schon passieren? Hebel ziehen, Bluescreen. Oh, geil, eine neue besessene Sense, ne? Tja, die legen wir erstmal direkt an. Und da stopfen wir jetzt erstmal die alte Sense rein. Opfern, annehmen, Wert erhöhen, läuft. Oh. Chance auf kritischen Schaden, auf jeden Fall. So, jetzt füttern wir das Ding erstmal groß. Da freue ich mich immer, wenn ich so ein bisschen durchfüttern kann. Wir nehmen erstmal die ganzen anderen besessenen Sachen. Hier, opfern. Opfern. Boah, sexy. Widerstand. Chance auf Crit-Schaden. Könnte ich noch erhöhen. Kritischen Schaden hoch. Durchschlagschaden. Ne, wir erhöhen einfach die Chance noch auf. Aber 2%? Ne, komm, wir nehmen den hier noch dazu. So, was habe ich noch? Ah, hier, komm, erstmal den Grau-Loot. Den braucht sowieso keiner. Danach nehmen wir den Grün-Loot. Nachher sowieso nur alles Geld. Das habe ich ja, glaube ich, technisch genug. Glaube ich jetzt erstmal. Blau. Ach, die Gesundheitsreck ist schon aber leider geil. Egal.
So, Kraft verteilen, kritischer Schaden, Inferno-Schaden. Nee, wir erhöhen den Crit-Schaden jetzt um 30%. Auch wenn mir die Wahrscheinlichkeit eines Crit-Schadens lieber wäre. Chance auf Crit-Schaden, genau da. 2% seht ihr für lau. Das war eine gute Wahl. Einmal kann ich das Ding noch verbessern. Und guck mal, nur mit Blau-Loot. Auch ernsthaft? Dann nehme ich... Ihr seht hier 21. Ich sehe schon direkt, wo sich da was verbessern wird. Auch vielleicht den natürlich. So. Ich glaube, in dem Fall nehme ich die Kraft. Die dürfte den Grundwert ja nochmal steigern. Oh, sexy. Guckt euch die an. Sieht aus wie zwei Rasierklingen. Sehr schön. Ja, okay, das ist ein Neuner, nur ich verstehe gar nicht. Ich hab, das ist nicht richtig Retro, ich glaube, es ist... wer hat den kleinsten Benis bei uns? Könnte ich jetzt nachschauen. Aber ich glaube, es wird Nerdstuff sein. Oder halt jemand, der komplett neu hier drin ist. Der kriegt ja auch mal einen. Engel! Wow. Ich wollte gerade sagen, der Sound ist nicht geil. Ich glaube, es hakt, mein Freund, ne? Okay. Wir beide haben ein ernstes Problem. Und das lautet... Ist der down? Geht doch. Ich habe nämlich einen Stein hier. Guck mal. So. Da habe ich mich übrigens letztens immer noch... Muss ich mich mal mit auseinandersetzen, ne? Was ich für diese lustigen Steine eigentlich kriege. Und ab wann es sich lohnt, die einzulösen. Alles klar, ich gehe nach unten. Einfach nur dafür. Ein Item nehmen wir gerne. Also beziehungsweise eine Währungsmünze. Und danach besuchen wir noch ein paar Engel. Reiter! Alle Gegner müssen schwinden. Angriff! So, meine Zombies kümmern sich um den einen und ich kümmere mich um dich. Seht ihr? So macht man das. Die Zombies gehen aber immer in steil. Okay. Jetzt, glaube ich, muss ich da hinten das Ding wegsprengen. Mit dem hier. Und wenn ich Glück habe... Kann ich den einfach nehmen und wegwerfen? Ich gehe Freitag ein. Was? Du gehst Freitag trinken? Oh Gott, ey. Ja, so geht das hier leider manchmal bei mir ab im Chat. Nee, es tut mir nicht mal leid. Das ist einfach so. Ja, genau das, was ich befürchtet habe. Wir müssen jetzt hier taktieren. Erstmal holst du mein Geld. Das ist sehr nett von dir. So. Eigentlich Blödsinn. Ich sollte hier rüber gehen und das hier machen. Das ist viel klüger, weil dann kann ich mir das selber zuschmeißen. Kann mir das nämlich jetzt gleich zuwerfen. Dann geht ihr nämlich runter. Jetzt lasse ich B gedrückt. Stell mich hier hin. Und freue mir einen Keks, dass mein Partner dir es mir hoffentlich zuwirft. Gut, ne? Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, dass ich wieder im Bild drin bin. Nein, das funktioniert nicht. Okay, wie kriege ich die Kugel dann sinnvoll rüber? Die Idee ist doch eigentlich nicht doof. Mir fällt aber auch gerade ein, es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, ne? An die ich so gar nicht gedacht habe.
Bin aber nicht sicher, ob es so funktioniert. Komm da noch nicht ran, ne? Mach ich das denn jetzt sinnvoll? Wie kriege ich das Ding rüber? Also ich kann den zwar nehmen, aber sobald ich den schmeiße, habt ihr gesehen, ist der futsch. Hm, hallo. Alles fit bei dir? Und schreit dann Buh. Ja, ich hab das erste lieblich wahrgenommen. Das zweite war dann, das schaffen die anderen besser als du, mich zu erschrecken. Daher tut mir das schrecklich leid. Muss aber auch mal gerade was schauen. Huhu, nach Twitch. So, jetzt schaue ich gerade. Wie kriege ich das Ding denn am besten rüber, Mensch? Da muss es doch Mittel und Wege geben. Kann den auch nicht einfach ablegen. Okay, wir probieren es nochmal mit einer Statue und versuchen das an die Statue ranzuschmeißen. Vielleicht bleibt der ja an der Statue einfach hängen, weil das Original der Statue bin ja immer noch ich. Nach Hitbox. Sonst alles gut bei dir? Ja, ich war heute etwas, also ich bin eigentlich heute etwas groggy. Hoffe aber, dass ich das... Bin umgeben von Genies. So, ich stelle den jetzt mal hier hinten ab. Nimm den hier mit. Und versuch mir das. Nee, das klappt immer noch nicht. Okay. Ich brauche eine Nackenmassage. Das, sag mal. Die hätte ich wirklich nötig. Ich bin nicht sicher, warum es nicht so funktionieren will. Eigentlich ist die Idee super. Warum kriege ich den nicht hin? Oder ich muss die Statue doch so weit wie möglich stellen. Wie weit komme ich denn damit? Doch, da komme ich schon ganz schön weit mit. Stelle ich mich doch einfach mal hier ab. Muss ich es halt so machen. So, warte mal. Den stelle ich hier näher ran. Es geht ja irgendwie gar nicht anders. Ich habe erst gedacht, ich kann den Ball rüberwerfen. Aber ich muss anscheinend... Seht ihr? Mich hier langsam nähern. Das Ding nehmen. Meinen Kumpel anvisieren. In das Bällchen rüberwerfen. Mich meiner Gestalt wieder nähern. Und sagen, alles klar, ich ziehe jetzt weiter von dann. Weil hier bin ich. Und ich habe ja nur eine gewisse Range, die das funktioniert. Und ich warte darauf, dass es gleich schwummrig wird. Haha, seht ihr? Manchmal funktioniert das ja. Ne? Überall, ihr seid überall. Richtig so. Habt überall zu sein. Sehr gut. Unterstütze ich auch direkt. Und jetzt besuchen wir mal hier den Hohepriester. Mal schauen, was der so wirklich zu sagen hat. Weißt du, wurde da oben einfach ein Turm gestellt und kriegt nur so eine blöde Wand, um die jeder Engel drum rumfliegen kann. Also effizient nenne ich ja was anderes, ne? Früher haben sie eine Mauer um sowas gezogen und hier kommt ein paar Kristallfelder drumherum. Story. Aus den Schatten und hinein in das Licht. Ich sehe dich, Reiter. Die Dinge, die du getan hast, die Leben, die du beendet hast. Ich weiß, warum du hier bist. Dann wirst du mir den Schlüssel geben. Ich habe den Schlüssel jahrhundertelang bewacht. Er gehört mir. Ich werde mich nicht von ihm trennen.
Nicht jetzt. Verderben breitet sich aus. In unserer Stadt, unseren Herzen. Coole Flügel. Nur ich bleibe rein. Ein Signal gegen die Finsternis. Machtlos, sie zurückzudrängen. Wir sind nicht völlig machtlos, Archon. Vielleicht nicht. Nachdem die Siegel gebrochen und die Höllenlegionen losgelassen worden waren, gingen viele Relikte verloren. Eines, der Stab von Arafel, könnte helfen, umzukehren, was hier geschehen ist. Ich wage es nicht, den Stab selbst zu bergen. Die Tore zur Weißen Stadt sind für alle Engel geschlossen, die die Erde besuchen. Aber du bist kein Engel. Besorge den Stab. Dann mache ich einen Weg zu meiner Zitadelle frei. Dort wirst du den Schlüssel zum Baum des Lebens finden. Und was du auf der Erde finden wirst, sobald du es siehst, Ich muss zur Erde. Wirst selbst du den Namen Krieg verfluchen. Cool, ich muss immer auf die Erde. Wie geil ist das denn? Ich hab gedacht, da komme ich nicht mehr hin. Schau an. Ja, jetzt hängt das Bild hier. Hallo, Spiel. Yay, Crash. Fängt das wieder gut an, ey. Gestern hatte ich das auch schon. Und ich weiß gar nicht, warum. Und warum funktionieren die Sounds eigentlich nicht? Ah, der Haken fehlte. Only play SX, then stream is online. So, eigentlich müssten die Sounds auch wieder gehen, meine Leute. Ihr seid frei, es gerade auszuprobieren, während ich hier das Spiel gleich wieder ausführen werde. So. Hab doch gesagt, dass das passiert, wenn du am Hebel ziehst. Ja, hattest du recht. Einmal 11 Minuten hat die Folge ja noch. Aber es ist halt gerade ärgerlich, ne? War cool, dass er mich nochmal auf die Erde schickt. Dafür bekomme ich... Achso, nein. Wenn Feierhacke Benes bekommt, weil er Geburtstag hatte, bekomme ich... Diese komisch auf Twitch. Die Reise Ideen. Bis hierher. 1000 Seelen rufen nach Vergeltung. Eine gewaltige Schlacht. Ein alter Freund kehrt zurück. Der Weg zum Quell ist dir noch versperrt, Reiter. Aber für jedes Tor gibt es Schlüssel. Das ist wahr. Für jedes Tor gibt es Schlüssel oder... T4. So, ich fürchte, wir müssen uns das Gelaber jetzt nochmal antun. Ja, ja. Aus den Schatten und hinein in das Licht. Ich sehe dich, Reiter. Die Dinge, die du getan hast. Die Leben, die du beendet hast. Ich weiß, warum du hier bist. Der Mod ist auf Twitch noch dann da. Dann wirst du mir den Schlüssel geben. Ich habe den Schlüssel jahrhundertelang bewacht. Aber ohne Scheiß, der hat richtig geile Flügel. Ich werde mich nicht von ihm trennen. Die in Schwarz. Boah, geil. Nicht jetzt. Verderben breitet sich aus. In unserer Stadt, unseren Herzen. Nur ich bleibe rein. Schon ein Signal gegen die Finsternis. Machtlos, sie zurückzudrängen. Wir sind nicht völlig machtlos, Archon. Vielleicht nicht. Nachdem die Siegel gebrochen und die Höllenlegionen losgelassen worden waren, gingen viele Relikte verloren. Eines, der Stab von Arafel, könnte helfen, umzukehren, was hier geschehen ist. Ich wage es nicht, den Stab selbst zu bergen. Die Tore zur Weißen Stadt sind für alle Engel geschlossen, die die Erde besuchen. Aber du bist kein Engel. Besorge den Stab. Dann mache ich einen Weg zu meiner Zitadelle frei. Dort wirst du den Schlüssel zum Baum des Lebens finden. Und was du auf der Erde finden wirst, sobald du es siehst, wirst selbst du den Namen Krieg verfluchen. So, und jetzt pass auf, schmitte hier wieder ab. Falls ja, hat es... Tatsächlich, er schmiert da wieder ab. Warum spielt er denn da ab? Ja, Leute, ich beende hier die Aufnahme für YouTube. Ich muss hier gerade irgendwie den Fehler finden. Und ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Tut mir leid, bei der nächsten Folge geht's weiter. Es wären sowieso nur noch 8 Minuten gewesen. Ich bedanke mich schon mal herzlich fürs Zuschauen. Einen schönen Abend wünsche ich noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.